Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir wieder eine Reparatur. Was haben wir denn hier? Natürlich, einen Rechner. Machen wir den gleich mal auf. Naja, der Fehler ist natürlich wie immer nicht sehr offensichtlich. Was hat denn das Gerät erstmal für ein Problem? Testen wir es mal. Also, wenn wir dem Gerät hier mal ein bisschen Strom geben und wir schalten ein, dann macht er ein bisschen was. Vorne blinken die LEDs, aber hochfahren tut der Rechner nicht. Er geht wieder aus. Das können wir relativ häufig wiederholen. Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht. Oder im Betrieb geht er auch manchmal aus. Am besten funktioniert er, wenn er unter Last ist. Das heißt, wenn man den Rechner konstant belastet, dann läuft er länger stabil. Also ganz komische Fehler. Aber schauen wir uns doch gleich mal an, was denn hier nicht stimmen könnte. Also, schauen wir mal rein. Und wie es immer bei so einer Reparatur ist, wo fangen wir denn jetzt an? Also wir tun erstmal natürlich wieder den Strom abmachen, weil wir jetzt im Gerät herumfummeln. Beim PC ist das natürlich nicht so kritisch, weil die hohen Spannungen hier im Netzteil sind und außerhalb die niedrigen. Also Fehler könnten jetzt sein, das könnte das Netzteil sein, das könnte nach einer Zeit ausgehen. Es könnte aber auch ein Fehler auf dem Motherboard sein, mit einer CPU, mit der Grafikkarte. Das sollte man einfach mal testen. Grafikkarte mal einfach austauschen oder sowas. Die kann man ja hier relativ leicht einfach rausziehen, da muss man keine Schrauben lösen. Oder so mal die CPU testen, Geräte abstellen, Laufwerk und so weiter. Es können sehr viele Ursachen sein, Festplatten. Aber naja, wir schauen mal rein. Ihr werdet gleich auch selber erkennen, was der Fehler wahrscheinlich sein wird. Nämlich ein Hinweis ist, dass der Rechner auch mal hochfährt. Und wenn der Rechner hochfährt, na, dann ist es komisch. Warum soll es dann das Netzteil sein oder was anderes? Und warum ist er unter Last stabiler? Naja, das sind so ein paar Hinweise, die einem eigentlich ein bisschen etwas zeigen sollten. Also machen wir das hier mal auf. Das geht relativ leicht. So, und da sehen wir schon innen rein. Wir haben hier unten den RAM, die CPU. Und naja, seht ihr die ganz normalen Komponenten. Ich zoome mal rein und dann könnt ihr, glaube ich, selber mal erkennen, was nicht stimmt. Schaut mal hier runter zu den Kondensatoren. Hier oben sind so schwarze Böbel drauf und die sehen auch leicht gewölbt aus. Ja, die Kondensatoren sind, glaube ich, hier end of life. Die sind hier schon oben am Auslaufen. Und das würde einiges erklären, wenn ihr hier mal schaut. Die sind in der Nähe vom Arbeitsspeicher. Und wenn natürlich der Arbeitsspeicher nicht mit konstanter Spannung versorgt wird, dann sorgt das natürlich für arge Instabilitäten im System. Ich glaube, es gab schon mal Member-Error, also von dem her könnte das gut damit zusammenhängen. Und naja, die sind jetzt relativ leicht zu tauschen. Probieren wir es mal, weil sonst wüsste ich auch nichts, was mit dem Gerät kaputt sein könnte. Und naja, die Wetten liegen relativ gut. Wie ihr sehen könnt, wir müssen natürlich jetzt das Mainboard rausnehmen. Das heißt, hier muss einiges raus. Der RAM, das Kunststoffteil, die Festplattenhalter können wir dran lassen. Der sollte eins eigentlich nicht stören. Die CPU-Kühler und die Lüfter müssen raus. Das ist beim Dell zum Glück relativ einfach. Zum Beispiel hier, um die GPU herauszunehmen, müsst ihr einfach nur da das hier lösen, den Stecker ziehen und hier unten dann ein bisschen dran ziehen und schon habt ihr die Grafikkarte raus. Also ist relativ unkritisch. Was ihr vielleicht auch noch bedenken solltet, ist, wenn ihr an sowas arbeitet, naja, ESD-Bändchen wäre ganz sinnvoll. Ich habe hier eine ESD-Unterlage und so weiter. Vielleicht nachher, wenn ich mit den RAM und so weiter handle. Da muss man ein bisschen aufpassen. Manche solche Komponenten können da recht empfindlich sein. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Interner Sound. Na, Sachen gibt's. Das nenne ich mal einen PC-Lüfter. Also ich weiß ja nicht, wer so lang Schraubenzieher hat, der von hier oben bis da unten geht. Also, naja. So, wir kommen der Sache schon näher. Jetzt sollten wir das Mainboard herausnehmen können. Einwandfrei. So, legen wir es auf den Tisch und schauen uns mal ein bisschen näher an. Also die achten auf Details, sogar hinten isoliert. So, wir haben jetzt das Mainboard und ihr seht auch noch die Kondensatoren hier. Diese grünen hier unten sind auch schon defekt, also sehen zumindest mal nicht mehr sehr gut aus. Die werdet ihr gleich noch etwas näher sehen. Die sind auch in der Nähe von den Schaltreglern, somit sind die sehr wahrscheinlich auch für diese RAM und PCIe Expansion Slots zuständig, was natürlich sehr viel der Probleme erklären würde. Also, wir haben in dem Fall hier ECC-Memory, das komplett gebuffert und naja, dementsprechend brauchen die auch zum Teil sehr viel Strom und werden auch sehr heiß. Die haben einen extra Lüfter, also da geht ganz schön was ab. Aber um die herauszunehmen, müssen wir natürlich noch ein paar Sachen machen. Also wie gesagt, immer mit ESD aufpassen, sind wir hier einigermaßen sicher. Wir haben auf der Rückseite noch so eine schöne Folie, die hier leicht aufgeklebt und geklippt ist. Die werde ich jetzt noch entfernen und dann gucken wir uns gleich mal die Rückseite an. Ihr könnt auf dem Board hier überall solche weißen Flecken beobachten. Das sind Lötrückstände, nämlich diese bedrahten Bauteile können natürlich erst gelötet werden, wenn die SMD-Bauteile gereflowt worden sind. Ja, nämlich die werden nämlich Wellen gelötet, aber da würde ich das komplette Board durch einen Wellenbad geschickt.
wie ihr das vielleicht kennt, sondern das wird hier punktuell mit Lötzinn aufgeschmolzen. Ich habe hier mal kurz ein Video, wo das gezeigt wird. Ob die jetzt das hier wirklich wie so eine CNC-Maschine hier entlang fahren lassen oder dafür vormontierte Mountings haben, das heißt hier je nachdem komplett platzierte Springbrunnen, weil dann habt ihr für jedes Board immer dasselbe. Das heißt, da habt ihr einen Springbrunnen fest montiert, da müsst ihr nicht warten, bis das alles abgelaufen ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber man sieht das hier ein bisschen von den Rückständen. Hätte man aber auch wegmachen können. Ihr könnt das nochmal besser sehen in der Reflexion. Natürlich gibt es jetzt noch einiges, was man wissen muss, wenn man solche Komponenten tauscht. Man kann natürlich diese Kondensatoren nicht einfach durch irgendwelche Kondensatoren austauschen. Da gibt es einiges, was man beachten muss. Natürlich erstmal die Kapazität muss stimmen. Wir haben hier zwei verschiedene Größen, 2200 und 1500 Mikrofarad. Zwei verschiedene Spannungen, einmal glaube ich 10 Volt und einmal 6,3 Volt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal diese Werte ausreichend decken. Das bedeutet, ein bisschen mehr Kapazität ist okay, ein bisschen weniger sogar auch. Das muss man halt wissen, wann man das machen darf. Und auch die Spannung ist dementsprechend kritisch. Man sollte auf jeden Fall nicht drunter gehen. Höher ist sogar eher besser. Jetzt ist natürlich noch die Frage, es gibt 10 Milliarden verschiedene Kondensatorensorten. Was brauchen wir? Elektrolyt, Elektropolymer, vielleicht auch noch ein Tantalpolymer. Da gibt es ganz viele verschiedene Typen und man muss auch wirklich aufpassen. Vor allem in solchen Schaltreglern ist der ESR-Wert, sogenannter dieser Qualitätsfaktor, sehr wichtig. Der darf auch nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig gewählt werden. Also ihr könnt ja auch nicht High-High-End-Kondensatoren einbauen. Das kann dazu führen, dass die Spannungsregler instabil werden, dass die Regelschleife nicht mehr passt. Also da müsst ihr eigentlich sehr sorgfältig die Kondensatoren auswählen. Das sind ja Markenkondensatoren, das heißt, sie haben auch spezifizierte Werte. Das heißt, ihr könnt im Internet in den Datenblättern nachlesen, ob ihr diese bekommt oder gleichwertige. Ich habe hier mal welche rausgesucht. Die sind beide von Panasonic. 1500 Mikrofarad, 10 Volt und 2200 Mikrofarad, 6,3 Volt. Also haben wir genug da, die habe ich jetzt schon da. Mein Bruder hat mir im Vorfeld schon per E-Mail zugeschickt, welche und wie viele und was für Kondensatoren wir brauchen. Deswegen konnte ich die schon im Vornherein heraussuchen und wir können jetzt gleich mit der Reparatur anfangen. So, heizt eure Lötkolben an, wir legen mal los. Aber halt, ihr solltet euch vorher nochmal notieren, wie rum die Kondensatoren reinkommen und welche wo. Am besten ein Foto machen, ich mache sogar ein Video, also besser wird's nicht. Nämlich, häufig ist das nicht beschriftet und dann nachher ärgert man sich, man hat sich's nicht notiert und dann muss man raten und das wird schlecht. Also, drehen wir die Platine oben und dann können wir gleich mal loslegen. Wir können jetzt eigentlich loslegen. Es gibt eigentlich kein besonderes Werkzeug, was ihr braucht. Am besten wäre natürlich ein Lötsaugkolben, mit dem ihr eine Spitze habt, die in der Mitte hohl ist und das Lötzinn, während es heiß ist, noch absaugen könnt. Sowas habe ich leider nicht. Sowas würde diese Reparatur extrem verleichtern. Unter anderem haben wir auch das Problem, dass wir mehrlagige Platinen haben, sehr große Masseflächen. Ihr seht hier die Kondensatoren, die werden hier an innere große Graupolygone angeschlossen. Das heißt, eure Hitze haut relativ schnell ab. Da müsst ihr die Temperatur ein bisschen erhöhen. Dadurch erhöht ihr aber das Risiko, dass ihr das Via rauszieht. Und wenn ihr das Via rauszieht, dann könnt ihr das Mainboard eigentlich nachher so gut wie wegwerfen. Also, an sich auch mit sehr viel Gefühl arbeiten. In einem PC ist es immer so, wenn es Gewalt gebraucht, dann macht ihr was falsch. Das Stärkste, was ihr hier drin macht, sind Schrauben anziehen. Also, mit Gefühl arbeiten und sorgfältig und dann sollte alles klappen. Ich probiere das hier gerade mal und dann könnt ihr mal gucken. Ich präferiere für solche Arbeiten eine relativ breite Lötspitze. Das hat den Sinn, dass ich mehrere Pins gleichzeitig heiß machen kann und dafür sorgen, dass sie sauber lötbar sind. Also, ich löte hier auch mit einer leicht erhöhten Temperatur, versuche beide Pins aufzuschmelzen und dann das Bauteil nach unten wegzudrücken. So, das ging ganz leicht. Ich benutze den Schraubenzieher, weil ich mit dem Fingernagel nicht da reinkomme. Also, hier haben wir schon den ersten Übeltäter. Ihr müsstet hier leicht oben erkennen können, dass der leicht ausgebeult ist und so weiter. Unten guckt auch der Gummi schon relativ arg raus. Aber das machen wir jetzt bei allen weiteren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, ihr habt es jetzt gesehen. Ihr kriegt das, glaube ich, auch hin. Das ist reine Erfahrung. Das Einzige, was ich euch sagen kann, wirklich nicht mit Gewalt. Ihr seht, die Pins sehen auch einwandfrei aus. Wir ziehen keines der Via durch. Weil wenn die weg sind, dann ist echt Schluss. Und naja, ich sehe das leider zu häufig, dass das Leute nicht gelingt. Und das nachher zu reparieren, das ist ein Graus und manchmal auch nicht mehr möglich.
Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das Lötzinn aus den Vias zu entfernen. Einmal mit so einer ganz einfachen Lötsaugpumpe hier, mit guter Entlötlitze oder mit einem Entlötsaugkolben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man sieht auch, dass es in der Produktion Probleme macht mit diesen großen Massenflächen. Seht ihr, das Lötzinn ist nicht mal bis oben hingeflossen. Das heißt, der ganze Strom muss durch das arme Via durch. Kleiner Hinweis, wo es mir gerade einfällt, wie ihr das hier verwendet, das erzeugt sehr viele Lötbrösel, wenn ich das mal demonstrieren darf. Da kommen hier vorne schöne Brösel immer raus beim Absaugen. Ich glaube, das seht ihr nicht, aber die können hier euch hier in die Sockel reingehen und zwischen ICs binden. Das heißt, auf jeden Fall nachher sorgfältig reinigen und extrem aufpassen, wo die Brösel hinfliegen. So, hier habe ich mal drei der ausgebauten Kondensatoren. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir Nipikon und Gemikon-Kondensatoren und hier einmal ein Sanyo. Also von dem her sehr hochwertige Kondensatoren, auch hier KZJ-Serie. Also, der eine hier, der sieht noch eigentlich fast okay aus, der hat auch oben kaum eine Wölbung. Der hier, da könnt ihr sehen, da kommt schon oben so ein bisschen so der Saft raus. Und schaut euch mal die Unterseite an. Das ist kurz vorm Rausbrechen. Also, da sind wir froh, dass wir das noch gefangen haben, weil wenn das auf die Platine läuft, dann ist fast fertig. Auch bei den kleinen drückt es unten schon den Stöpsel raus. Also, die sind wirklich end of life. Wir können ja mal ganz kurz die Kapazität messen. Ich habe leider keinen LCR-Meter, das heißt, wir müssen uns leider mit so einer plumpen Kapazitätsmessung zufrieden geben. Also messen wir mal ganz kurz den einigermaßen guten noch. Der hat noch 2,8 Millifarad, das ist absolut okay. Wie gesagt, das heißt jetzt nichts über den ESR aus. Und gehen wir mal den. Na, noch 560 vom ESR wollen wir gar nicht erst anfangen. Und bei dem kleinen hier. Der hat immerhin noch 1000. Aber naja, den ESR wollen wir uns gar nicht anschauen. Die tauschen wir einfach direkt aus. Und dann sollte das eigentlich alles wieder funktionieren. So, hier unten könnt ihr die schön präparierten Löcher sehen. Da passen dann auch die neuen Kondensatoren sauber rein. Bisschen Lötzinn ist noch da, aber das stört keinen. So, da haben wir die neuen Kondensatoren. Setzen wir sie mal ein. Natürlich FR-Serie. Ich bin bei der Temperatur bei 105 Grad geblieben. Ich glaube, die anderen waren auch 105 Grad. Das macht jetzt an der Stelle nicht allzu viel aus. Natürlich sind die 130er oder 125er besser, aber naja, man muss das ja nicht übertreiben. Der Rechner hat immerhin jahrelang auch so funktioniert. Also wenn er nochmal so lang hält, dann ist er echt end of life. Dann löten wir die jetzt einfach mit der ganz normalen Lötspitze und ganz normales Lötzinn. Befestigen wir die wieder. Auch genug Zeit lassen, dass das Lötzinn auch in die Lötstelle reinziehen kann. Und dann sollte sich das Ganze von alleine löten. Das habe ich nicht gesehen an der Einlötstelle. Naja, schön ist anders, aber naja, immerhin. Nachdem sie gereinigt ist, sieht sie ja gar nicht so schlecht aus, die Lötstelle. Tut's auf jeden Fall. Und naja, dann löte ich jetzt mal die anderen fertig. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn die Kamera nicht im Weg steht, lässt sich das auch wesentlich einfacher löten. So, nachdem die Polarität nochmals geprüft wurde, ist das unsere Ausbeute aus dem Mainboard. Und jetzt muss das natürlich alles wieder zusammengebaut werden. Aber durch die Magie des Videoschnitts ist alles wieder zusammengebaut. Und wie ihr sehen könnt, alles wieder zusammen und soweit passt auch alles. Naja, wollen wir mal gucken, ob es so funktioniert. Gehen wir mal Strom und den Bildschirm dran. Schauen wir mal, was passiert. So, dann geben wir dem Ding mal Saft und schauen mal, was passiert. Ich habe hier mal einen Monitor angeschlossen. Ne? Dreht mal alles hoch. Festplatte, Tüt. Na, sieht schon mal gar nicht schlecht an. Blinkt vorne auch nichts mehr wild. Bin ich mal gespannt. Oh, jetzt passiert was. Dell. Na, schon mal gut. Sind schon mal irgendwo ein BIOS drin. Er ist wieder weg. Da sind wir doch. Super. Oh, eins nicht gefunden. Achso, ja, da fehlt eine Festplatte. Was haben wir noch? Alert. System Thermal Solution Compromised. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, dieses Gerät hat noch, oder dieser Rechner hat hier noch so einen Gehäuseschalter. Ja, und wenn der nicht gedrückt ist, dann drehen die Lüfter alle auf maximale Geschwindigkeit, weil natürlich die Belüftung hier nicht mehr optimal ist, wenn der Deckel auf ist. Naja, aber das scheint einwandfrei zu funktionieren. Na super, das war eine einfache Reparatur, was so kleine kaputte Kondensatoren alles auslösen können. Naja. Es kann aber nicht immer so einfach sein. Wir sehen uns im nächsten Video, bevor es jetzt zu laut wird. Also, ciao! Der hebt gleich ab.